Die Räucherkarte in Kleinrönnau steht bereits seit 2 Jahren leer. Nun soll sie verkauft werden. Durch einen Wechsel des Betreibers im Haus Rönnau und den Verkauf der Räucherkarte möchte die Gemeinde Weichen für die Zukunft stellen. Erbaut wurde die denkmalgeschützte Karte 1829, ursprünglich zum Räuchern für den Eigenbedarf und den der Nachbarschaft. Später betrieb ein Feinkostunternehmen aus Kaltenkirchen die Räucherei gewerblich. Nach Vertragsablauf stand die Karte leer. Die Gemeinde Kleinrönnau erwarb und sanierte sie einst mit Fördergeldern des Landes Schleswig-Holstein. Wir haben versucht, hier einen Markttreff zu installieren zur Nahversorgung der Bürger mit Grundnahrungsmitteln. Nur durch unsere Nähe zu Bad Segeberg ist es sehr schwierig oder kaum möglich, das Ganze wirtschaftlich zu betreiben. Und aus diesem Grunde haben wir uns jetzt beschlossen, die Karte zu verkaufen, weil die steht unter Denkmalschutz. Und insofern, auch wenn wir die verkaufen, verschwindet sie ja nicht aus dem Ortsbild, sondern bleibt weiter in der jetzigen Außendarstellung erhalten. Der Herd wurde erst später installiert. Ursprünglich wurde mit Spänen befeuert und der Rauch zog in die Halle hinein. Ein Schornstein gab es nicht. Hier oben hingen Schinken und Mettwürste. Unten im Keller befand sich die Salzwanne, in der die Schinken eingelegt wurden. Früher konnte man aus der Küche in die offene Diele schauen, um zu sehen, wer da kommt. Das Wichtige an dieser Karte und das wirklich Erhaltenswerte ist hier der Schwibräucherbogenofen. Von diesen Öfen gibt es in ganz Norddeutschland nur noch 2 Stück. Deswegen ist das ganz besonders erhaltenswert. Zuletzt wurden mehr als 500.000 Euro in die alte Karte investiert. Interessenten gibt es zwar bereits, dennoch geht Bürgermeister Dietrich Herms davon aus, dass der Verkauf nicht einfach werden wird. In den nächsten Wochen soll die Karte im Mitteilungsblatt des Amtes Traveland zum Verkauf ausgeschrieben werden. Mit dem Erlös der denkmalgeschützten Räucherkarte möchte die Gemeinde die Sanierung des Hauses Rönnau bezahlen.